Die Franzi ist bei uns. Man sieht dich hier ja ganz, ganz oft. Also einmal hier rumlaufen und dann hängst du ja überall. Ja. Wie bist du dazu gekommen, dass du hier auf dem Poster bist? Ich wurde bei Instagram angeschrieben und die haben mich einfach gefragt, ob ich das Gesicht werden will und habe ich ja gesagt. Sehr gut. Kommst du auch hier aus der Nähe? Ja, 2 Stunden ungefähr entfernt von hier. Und bist du denn bei Instagram relativ, hast du eine große Reichweite oder war es eher so Zufall, dass das... Nein, eigentlich schon relativ hohe Reichweite, so 142.000, nee, 143 habe ich, glaube ich, seit heute. Sehr gut. Ja, wird ja wahrscheinlich jetzt noch ein bisschen mehr. Und die fragen alle, wer ist das denn? Ich hoffe. Wie bist du an diese ganze Reichweite gekommen? Also was machst du so? Machst du auch Fotoshootings? Ja, genau. Also Fotoshootings, dann war ich in Berlin zur Messe bei Tattoo Erotica. Ja, und ansonsten bin ich eigentlich immer viel in Leipzig und Dresden auf der Messe. Ja. Und hast du hauptsächlich schwarz-weiße Tattoos, oder? Ja, nur. Ah, cool. Bunt ist nicht meins. Und wann hast du angefangen mit den Tattoos? Mit 14 das typische Arschgeweih. Das habe ich aber jetzt alles komplett gecovert. Ja. Dann chinesische Schriftzeichen, aber alles weg. Ja. Alles gecovert. Und weißt du schon, was dein nächstes Tattoo sein wird? Ich habe nicht mehr viel Platz, also 90% meines Körpers ist voll. Ja. Ich habe noch eine kleine Stelle am Unterbauch. Da kommt eventuell noch eine Maria hin. Ich habe gestern noch mir was stechen lassen und dann ist aber auch schon fertig. Also dann ist Dekolleté und Hals bleibt vorne frei. Das ist jetzt die Frage gewesen. Und dann ist Finish. Aber bist du sicher? Also meinst du nicht, wenn das... Irgendwann will man doch wieder... Ja, die Sucht wird wahrscheinlich... Ich weiß noch nicht, wie ich das dann mache, wenn ich voll bin. Wahrscheinlich fange ich dann an mit Nachstechen. Ja. Mal schauen. Und was trägst du so mit dir rum? Also hast du da Sachen, die dir sehr wichtig sind? Oder wie gehst du daran? Also hauptsächlich habe ich immer nur religiös und Chicano. Ich kombiniere das. Beine sind meistens religiös, Rücken ist Chicano, Bauch ist wieder religiös, Arm ist wieder Chicano. Also ich kombiniere das. Aber bei mir gibt es generell nur die 2 Themen. Ja. Also das soll bei mir immer ein Bild ergeben und das ist mir auch recht wichtig. Ja. Auch was Tätowierer angeht. Also da achte ich wirklich drauf, dass ich halt hochwertige Tattoos habe. Ja. Also hast du wahrscheinlich auch schon eine Menge ausgegeben dafür. Ja, Kleinwagen. Man kennt ja das Problem. Hast du denn mit den Fotoshootings auch die Möglichkeit, ab und zu was dazu zu verdienen? Oder verdienst du es sogar vielleicht also komplett? Ja, ja. Also durch die Reichweite bin ich natürlich als Influencer auch begehrt. Mhm. Und deswegen, das funktioniert. In welche Richtung influenzt du denn? Also was bietest du da feil? Nein, was stellst du denn da vor? Also eigentlich fast alles. Ne? Viel ist Kleidung immer. Dann auch so, was Tattoo-Produkte angeht, ist auch immer sehr gefragt. Ja, eigentlich fast alles. Also kommt immer drauf an. Manchmal sage ich auch, nein, das ist nicht so meins, aber... Ja, ja, das ist nämlich dann auch, glaube ich, die Frage. Ist kritisch, ne? So, ja. Auch bei dem Aussehen ist immer kritisch. Wieso? Was meinst du? Naja, blonde Frauen mit großen Brüsten, nein, das gibt es ja immer so Vorurteile bei den Männern. Okay. Das ist dann die falsche Richtung dann. Genau, die falsche Richtung. Okay. Was machst du denn? Also machst du das auch hauptberuflich? Also kannst du davon leben, wenn ich fragen darf? Nein, hauptberuflich arbeite ich bei meinen Eltern im Büro. Ich mache das nur nebenbei. Ja. Also aus Spaß. Auch die Shootings und so, das ist halt einfach jetzt mittlerweile Leidenschaft. Ja. Was ist denn das für ein Büro, wenn ich fragen darf? Eine Dachdeckerfirma. Ach cool, das ist ja ganz was anderes. Wenn ich mal ein Dachgedeck brauche. Genau, das kannst du auch noch hier anbieten. Und haben deine Eltern irgendwann mal was gesagt zu den Tattoos? Am Anfang vielleicht oder war das immer? Also meine Mama ist relativ locker, deswegen mit 14 auch angefangen. Aber jetzt mittlerweile ist das nicht mehr so beliebt bei meinen Eltern. Also ich sage mal, es gibt jetzt langsam mal eine Grenze und so, auch wegen Bauch, halt wegen Schwangerschaft. Ne? Bis jetzt habe ich noch keine Kinder, aber wenn ich irgendwann Kinder habe, dann sagen die immer, jetzt mal Schluss. Aber sagst du, ist ja bald Schluss, geht ja nichts mehr. Nee, viel geht nicht mehr. Dann ich sollte noch warten halt mit meinem Bauch, bis ich ein Kind habe, aber... Spaß ja auch. Das spare ich. Worauf freust du dich denn hier auf der Convention am meisten? Oder was gefällt dir hier so gut? Oh, es wird halt viel, viel geboten. Auch Beauty und Lifestyle. Nicht nur allein Tattoos, ist ja mittlerweile echt breit gefächert. Mhm. Ist eigentlich ganz interessant immer. Und triffst du dann auch viele Leute, die du so kennst? Also Ja. Am meisten kenne ich auch nur durch Instagram oder keine Ahnung, die immer... Ja. Und ich so... Also die meisten so... Ich kann mir ja nicht alle merken, ne, aber durch Instagram kenne ich halt relativ viele und wirst auch viel angesprochen.
Sehr schön. Hast du denn dieses Jahr irgendwelche Projekte, die dir sehr am Herzen liegen, wo du mal drüber erzählen möchtest? Also irgendwelche Fotoprojekte oder Kooperationen oder so? Ich bin da noch relativ offen. Also ich hatte gestern mal eine Anfrage, bin ich noch auf der Tattoo Convention in Heidelberg. Da haben sie auch gefragt, ob ich dort halt mich auf die Messe stellen möchte. Und in Leipzig bin ich ja auch noch. Ja. Da werde ich auch beide Tage da sein. Und Fotoprojekte mache ich immer, wie ich Lust habe und Zeit habe. Also ja, das ist spontan. Ja, dann wünsche ich dir da erstmal viel Erfolg. Am Ende frage ich immer, ob ich was vergessen habe zu fragen, was dir noch auf dem Herzen liegt. Und wenn nicht, haben wir eine Win-Win-Situation und beide alles gut. Alles gut. Ja, sehr gut. Dann muss ich dich noch knuddeln. Dankeschön. Danke dir.